Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir sind alle übertrieben im Hype wegen Season 2 und vor allen Dingen wegen der Endbosse. Und ich habe mir gedacht, jetzt wo ich Level 93 bin, fühle ich mich bereit, Duriel herauszufordern. Und das will ich in diesem Video einmal mit euch machen, weil ich glaube, die Frage haben viele, wie stark ist der Typ und ab wann könnt ihr zu dem und euch trauen, den zu besiegen? Ich bin jetzt hier Level 93. Ich habe gerade 24 Warschan-Eier und zwei Scherben von Grigore, den man durch lebenden Stahl herausfordern kann. Und diese beiden Dinger braucht man ja für Duriel. Eine kleine Richtigstellung zu dem Video von vorgestern. Da hatte ich ja schon mal ein bisschen was über die Endbosse erzählt und hatte gesagt, es wäre ganz gut, wenn ihr immer zu viert die Endbosse macht, damit jeder ein Bodypart fallen gelassen bekommt. Das ist leider nicht so. Es bekommt also wirklich nur der Bodyparts gedroppt, der auch den Boss heraufbeschwört hat mit seinen Bodyparts. Leider, leider geht das nicht mit vier Leuten. Deswegen jetzt neue Idee, neuer Matchplan. Ihr macht alleine Gregor und alleine Warschan. Sucht euch zwei Kollegen. Zwei machen den, zwei machen den. Und zu viert geht ihr dann zusammen in Duriel und tauscht so miteinander die Scherben und die Eier aus. So mache ich das gerade mit dem Clan, mit dem Streamchat und werden da wahrscheinlich Sonntag extrem reingehen in den Grind. Wenn ihr da dabei sein wollt, auf jeden Fall unten Twitch abchecken und vorbeischauen. Sonntag gehen wir rein in die Duriel Raids. Dann sollten alle auf sehr hohem Level sein und wir werden ihn herausfordern. So, jetzt gehe ich einmal zu Duriel und ich bin gespannt, wie stark der sein wird. Ich weiß schon, dass ganz wichtig ist, dass man eine extrem hohe Giftverteidigung hat. Deswegen werde ich, glaube ich, in meinem Schmuck mal schauen, ob ich da Giftverteidigung reinmachen muss. Ich gucke mal eben, wie viel ich habe. Ich habe 60 Gift. Der Rest und Kälte ist 60, der Rest ist gecapped. Ich würde damit mal reingehen, um zu gucken, ob das reicht für euch. Obwohl, eigentlich will ich kein Risiko eingehen. Ah, ich glaube, das sollte reichen. Mein Bild ist relativ fertig. Es fehlt mir noch das Amulett und ein besserer Ring. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Bild. Ich habe drei Glyphen auf 15 gezogen. Damit bin ich also auch erstmal fein. Und habe das Paragon Board fast soweit fertig. Den Pulverisieren-Bild, den habe ich euch gestern vorgestellt. Den auf jeden Fall nochmal abchecken. Wenn ihr einen krassen, überwältigenden Druiden-Pulverisieren-Bild spielen wollt. So, wir laufen jetzt einmal zu Duriel. Den Weg habe ich euch ja vorgestern schon gezeigt. Und wie gesagt, man braucht zwei Eier und zwei Scherben, um den herauszufordern. Ich kann noch mal kurz ein, zwei Worte sagen zu dem Sammeln der Items, weil das finde ich ein bisschen frech. Also ich bin immer noch kein Fan von Höllenflut, das sollte der eine oder andere von euch schon wissen. Und lebender Stahl muss ja in der Höllenflut gesammelt werden. Man braucht 300 Glut, um die lebende Stahltruhe zu öffnen. Das ist schon mal krass. Und dann kommt dann nur drei lebender Stahl raus. Aber um Gregor einmal herauszufordern, braucht man fünf Stahl. Das heißt, ihr braucht mindestens zwei Truhen, um den einmal herauszufordern. Finde ich krass. Im Vergleich zu Warschan, da mache ich 10 grausige Gaben, kann ich einmal Warschan herausfordern. Das ist schon ein Unterschied. So, den machen wir eben weg. Und dann würde ich sagen, fordern wir Duriel heraus. Ich bin gespannt, ob das was wird. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das zu krass wird, aber ja, Elixier ist auch drin. Wo kommt er? Da kommt er. Oh mein Gott, wie viel Giftschaden! Level 100. Oh mein Gott, ich mache gar keinen Schaden. Ich weiß, dass man ihn von hinten, glaube ich, angreifen soll. Er macht mir übelsten Schaden. Das wird nichts. Und er macht den übelsten Gift-Damage. What? Ich habe 60%. Ja, wir müssen Giftwiderstand reinnehmen. Als Elixier. Das können wir direkt schon mal sagen. Ich habe nichts zu teilen. Ihr müsst unbedingt einen Giftwiderstand Elixier haben. Ohne könnt ihr es vergessen. Ihr könnt es ohne Gift. Also Schaden würde ich schaffen, aber der macht viel zu viel Schaden an mir. Übrigens ist es so, wenn er den jetzt herausgefordert. Oh, bleibt er aktiv? Ich glaube nämlich nicht. So wie ich das verstanden habe, wenn ihr es verkackt habt, habt ihr es verkackt. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen.
Ich meine, jetzt müssten meine beiden Items weg sein und er müsste auch weg sein. Ah ne, man kann ihn immer wieder herausfordern. Das ist schon mal eine wichtige Information. Frage ist, kann ich mir jetzt ein Elixier holen und ihn wieder herausfordern? Kann ich mir ein Elixier holen und ihn wieder herausfordern? Frage mich, ob es besser ist, auf Abstand zu sein gegen ihn. Ja, ich brauche auf jeden Fall den Giftwiderstand. Ohne kann ich es komplett vergessen. Okay, man kann ihn nochmal herausfordern. Das ist schon mal eine sehr wichtige Information. Jetzt ist die Frage, kann ich mir ein Giftelixier holen? Und dann nochmal hier hin. Das werden wir auch nochmal zusammen herausfinden. Weil dann mache ich mir gar nicht mehr so viele Sorgen, wenn der bleibt. Die Frage ist auch, wie lang bleibt er? Werden wir zusammen ein Video herausfinden. Also hier gibt es ein Giftwiderstandselixier plus 30 und maximaler Giftwiderstand plus 6. Den hole ich mir mal und zünde den. Obwohl, ich gehe erstmal hin, ob der noch da ist. Wenn er nicht mehr da ist, brauche ich den jetzt mehr zünden. Aber das ist schon mal ganz wichtig, dass ihr euch auf jeden Fall Gift auf maximal, das werde ich auch mal eben machen, und ein Giftwiderstand reinpackt. Ihr habt gesehen, wie viel das abgezogen hat. Junge, Junge, Junge. Hier so ein grüner, der gibt direkt 30 Giftwiderstand. Und jetzt sollte mein Gift auf jeden Fall voll sein. Genau, 70%. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Einmal Giftwiderstand rein für Duriel. Und jetzt bin ich gespannt, ob er noch da ist. Also es sieht so aus wie eben. Ich hau mal das Elixier rein. Jetzt habe ich 76. Ob das so einen krassen Unterschied macht? Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, das macht nicht so einen krassen Unterschied. Ich habe 11.000 Leben. Okay, er ist noch da. Man kann es also immer und immer und immer wieder versuchen. Wahrscheinlich so lange, bis man sich auslockt. Ist auf jeden Fall viel weniger Schaden, was er jetzt reingehauen hat. Habe ich das Gefühl. Vielleicht aber auch Einbildung. Ich würde sagen, Abstand ist besser. Ja, mir fehlt ja übelst der Schaden, habe ich das Gefühl. Und ich mache mit dem Überwältigen schon ein paar Millionen. Aber gut, ich meine, ist ja auch für Uber-Unix, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ein Fünftel habe ich geschafft. Was könnte sein, was mir hier fehlt? Es könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Death sein, Rüstung. Leben, glaube ich, ist nicht das Problem. Und Schaden eigentlich auch nicht. Weil ich Millionen Schaden mache. Also Schaden nicht. Vielleicht ist es besser ausweichen. Oder es sind tatsächlich die 7 Level, die mir noch fehlen. Ich muss überlegen, ich bin 7 Level unter ihm. Vielleicht muss ich doch tatsächlich Level 100 sein, ne? Probier es jetzt noch einmal. Okay, den einen konnte ich gerade kaputt machen. Aber oh, das war ja nicht wirklich er, ne? Und ich meine, von hinten wäre angreifen ganz geil. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ah doch, da war eine Überwältigung. Da war auch nochmal eine Überwältigung. Da war auch eine Überwältigung. Wenn die Überwältigung reinkommt, dann ist der Schaden gut genug. Vielleicht
Vielleicht abhauen, bis meine Überwältigung bereit ist und dann angreifen. Oh ja, die hat mich eben gekillt. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen was geändert und werde es nochmal versuchen. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Dann werde ich es nochmal mit... meine Glyphen sind halt noch nicht auf 21 und mir fehlen 7 Level. Ich könnte mir vorstellen, dass das doch mehr ausmacht, als ich vielleicht denke. Hier am Anfang... Ah, man muss ihn killen, oder wie? Das tat weh. Wieso, ist das jetzt so und eben kam er raus? Jetzt kommt er raus. Okay. Ich habe ein bisschen was geändert. Ich glaube, auf Abstand ist ganz gut. Vielleicht auch krass auf Ausweichchance gehen? Ich weiß es nicht. Tut weh, die Attacke. Und das Gift haut immer noch übelst rein. Läuft auf jeden Fall besser, mir geht die Heilung halt aus. So langsam habe ich es auch ein bisschen mehr raus als eben, habe ich das Gefühl. So, dass ich ein bisschen mehr den Dreh raus abkommt, hat jetzt noch mehr Löcher gemacht. Oh mein Gott. Oh, was ist hier? Fehler? Na klar, trifft er. Davon nicht getroffen zu werden, wäre, glaube ich, ganz geil. Wieso hat er denn da dann auf einmal mehrere? Asozial? Gott, 4 Heilungen. Ich bin gar nicht so schlecht, ne? Uber-Unit, komm. Wenn die Brust kann kein Uber-Unit sein. Entzückung des wahnsinnigen Wolfs. Ja, auch noch so ein scheiß Uber, so ein scheiß Unique. Ich hätte den. Oh. Aber geschafft, Leute. Mit Ach und Krach. Also. Ich habe Geistersegen geändert. Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Faktor war, aber ich bin von maximale Geisteskraft auf reduzierter Schaden gegangen. Der Giftwert war ganz entscheidend am Ende. Und ansonsten ist es auch ein bisschen Learning mit dem Ausweichen und wann er welche Attacken macht. Also. Gebt nicht auf, wenn ihr es beim ersten Mal nicht schafft. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, haut eure Glyphen auf jeden Fall auf 21. Das wird auf jeden Fall so viel helfen. Macht euch auf Level 98, 99, 100. Das wird extrem helfen, damit ihr nicht so einen krassen Nachteil habt. Und dann ganz wichtig, nach Gift noch Rüstung hoch und Leben hoch. Ich glaube, Schaden ist gar nicht so wichtig. Ihr habt gesehen, ich habe schon relativ viel Schaden gemacht, obwohl ich nur auf Überwältigung gehe. Und ja, das war Duriel. Ich würde mich selber ein Follow freuen, selber ein Like auf dem Video und wenn ihr dabei sein wollt, live, wie gesagt, am Sonntag. Haut rein. Ciao, ciao.